Hallo, ich bin Lara von Einfach Backen. Und wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Rezept, das einfach ist und garantiert gelingt, dann bist du hier genau richtig. Und wenn du keins unserer neuen Rezeptvideos verpassen möchtest, dann abonniere doch direkt unseren Kanal und aktiviere am besten auch die kleine Glocke. Und ich zeige dir heute, wie du Apfeltaschen mit Blätterteig zubereitest. Dafür brauchen wir natürlich Blätterteig, etwas Eiweiß, Zucker und Zimt, etwas Sahne, genau, das Ei habe ich schon mal getrennt, also Eiweiß und Eigelb und zwei mittelgroße Äpfel. Wir starten mit den Äpfeln und die werden nämlich jetzt im ersten Schritt mal geschält, entkernt und dann in kleine Würfelchen geschnitten und dann geben wir sie zusammen mit Zucker und Zimt in die Pfanne und dünsten sie so circa 8 Minuten. Dann werden die Apfelstückchen einfach ein bisschen weicher und lassen sich später im Blätterteig ganz leicht aufrollen und natürlich ist auch leckerer, wenn sie ein bisschen weicher sind. Den Blätterteig habe ich übrigens schon mal rausgelegt. Der sollte nämlich Raumtemperatur haben, wenn wir ihn verarbeiten. So, unsere Äpfel sind klein. Jetzt gebe ich einmal den Zucker dazu und den Zimt. Dann geht's ans Dünsten. So, sobald unsere Äpfel gedünstet sind, also sie dürfen noch ein bisschen Biss haben, das heißt nicht zu weich dünsten, aber natürlich so ein bisschen vorgaren, geht es jetzt bei uns weiter mit dem Blätterteig. Und den unterteile ich jetzt, also jedes Stück, in 6 Teile. Dann werden jetzt die Seiten mit Eiweiß eingepinselt, das ist sozusagen wie eine Art Klebstoff. Und danach füllen wir unsere Taschen. Jetzt gebe ich jeweils ca. 2 Esslöffel meiner Füllung auf die untere Seite von meiner Apfeltasche und klappe sie im Anschluss um. So, jetzt einmal umklappen. Die Ränder etwas andrücken. Ich habe die Apfeltaschen jetzt schon mal aufs Backpapier gesetzt, damit sie nicht gleich mit der Füllung durchweichen. Und jetzt noch mit einer Gabel die Ränder schön andrücken. So sind die Taschen fest verschlossen und wir bekommen dieses schöne Muster. Jetzt nur noch das Eigelb mit der Sahne vermischen oder wie man bei uns sagt, verkleppern. Oder? Kennst du das? Verkleppern. Werden die Apfeltaschen erst mit der Sahne-Eigelb-Mischung eingestrichen und danach kommen die 3 charakteristischen Streifen, indem wir einfach mit einem Messer 3 Schlitze oben hineinschneiden. Bei 200 Grad dürfen unsere Apfeltaschen jetzt im vorgeheizten Ofen ca. 18 Minuten backen. Die erste Fuhre unserer leckeren Apfeltaschen ist fertig und wenn ihr das riechen könntet, ist echt der Wahnsinn. Ich freue mich drauf, es gleich zu probieren und ich hoffe natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lass mir doch gerne ein Like da und wenn du keins unserer neuen Rezeptvideos verpassen möchtest, dann abonniere einfach unseren Kanal. Das Rezept zu diesen Apfeltaschen findest du wie immer als Link in der Infobox. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.